bietest, mit dem sie nicht widerstehen können. Ach ja, genau, du musst einen der Gegenstände benutzen, den ich dir gegeben habe, um sie rauszulocken. Okay. So. Gibt's hier sonst noch irgendwas Spannendes? Poutine. Alter, WTF. Boah. Was ist das denn für ein Riesen... Hä? Reinigungsalkohol? Ja, der Kuhglocke. Mit dem Zeug können wir wahrscheinlich die Viecher anlocken. Das Vieh ist schon dezent groß hier. Das sind ein paar Granaten. Können wir... Ich will immer auf alles schießen. Hier ein Katana. Bärenfell. Der sieht dezent tot aus. WTF, ey. Aber geil. Oh. Das wollte ich nicht. You remind me of a guy I served with in, Okay, wenn der auch ein Monokel getragen hat, dann ist ja gut. Ich geh mal lieber. Komm, Batas. Oh nein! Oh, you want some of this? Oh. Aufs Maul! Why can't you just leave us alone? Naja, ich hab sie ja angegriffen. Jawohl. So, und jetzt nochmal Buttershammer auf den anderen hier. Ah, nein. Verdammt, viel zu früh. Nein. Ich wüsste gern, wie ich einen Schwertangriff kontern kann. Das haben wir aber ordentlich aufs Maul gekriegt. Ja, der ist weg. Sauber. Okay, jetzt Fähigkeiten und Hammer der Gerechtigkeit. Genau, hier. So, klickelige Maustaste. Ja, okay. So. Ja, sauber. Ist natürlich geil, dass da gleich beide getroffen werden. So, Gegenstand. Nehmen wir auf uns selber. Wie viel Leben hat denn der noch? Moment, erstmal, untersuchen. So, der ist weg. Hier, 15, okay. Ja, machen wir Bogen. Ja, wir sind die Guten. Erstmal ausrauben. Hier in der stinkigen Ecke. Geld. Geld. Und Geld. Gibt's irgendwas? Ih, da liegt bestimmt irgendwas Totes rum. Zerknülltes Papier. Okay. Sauber erledigt, würde ich sagen. Skeeters Bar and Cocktails. Cool beer in here. Haha. Das hat sich gereimt. Haha, lo. Alter, was macht der denn hier? So, hier können wir auch noch nicht raus. Danger. Ekelhafte Ratten. Was macht der denn hier hinten? Ah. Kronkorken. Who? What? Hey, I guess I hit it a little hard at the bar this morning. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Natürlich. So. Okay, dann gehen wir mal in die Bar rein. Da haben wir natürlich viel zu suchen. Ich find das Huhn mit den vielen Brüsten schön. Das ist sehr erotisierend. Ein Bier. Aha, was ist das denn hier? Pilsener. Ah, ach, ein ATM. Fällt natürlich 39 Cent raus. Boah, wir haben echt ordentlich viel Geld. Howdy. Well, you're supposed to be some kind of knight of the round table. Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Big uns. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller, then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste. Skeeter's Kellerschlüssel. Schlüssel zum Keller in der Bar. Geil. Erstmal hauen. Töte Ratten. Du.
Na. Tippo, come on! Ich will zu dem Bartypen. So ein Besen. Kaputter Schwertgriff. Okay. So, aber ich benutze den Schlüssel zum Keller der Bar. Alter, ist ja creepy hier unten. Alter, was sind das denn für Ratten? Ich habe jetzt mit kleinen Putzigen gerechnet, aber nicht mit sowas. Ey, WTF? Tantenratten. Topaz Peanuts. Das sieht sehr schräg aus. Fight! Oh boy, bad guys. Bösewichter. So. Mutierte Ratte. Na, die haben aber auch schon ordentlich Leben, die kleinen Ratten. Nein! Zu früh. Was? Nein, nein, nein! Ah! Oh. Alter, die kleinen Ratten sind putzig. Boah, fuck, die machen ja ordentlich Schaden. Ah! Fuck. So, erstmal heilen. Und dann Fähigkeit Butter's Hammer. So. Alter, Oh. Ach, jetzt hatte ich gekontert, okay. Und ich habe gerade ein Achievement gekriegt, konnte ich jetzt nicht ganz lesen. So, erstmal wiederbeleben. Ja, wobei, dann hätte die Beine würde ich jetzt wahrscheinlich auch so wegkriegen. So. Und tschüss, mein Freund. So, gekontert und Butters erledigt mit seinem guten Hammer den Rest. Richtig schön, wie sie dann auf dem Boden aufplatzen. Sieg! So, tote Ratten. Find's ganz cool, dass nach jedem Kampf unser Leben wieder aufgeladen wird. Wie schon gesagt, ich habe solche Rollenspiele noch nie gespielt. Also das Prinzip ist mir echt völlig unbekannt. So. Also das mit dem rundenbasierten Kämpfen kenne ich schon alles, aber so an sich bin ich da halt nicht so bewandert mit. Ich kenne mich da halt nicht aus, aber ich lerne es, ja. Alter. Zieht euch mal die Ratte rein, bitte. What the fuck? Ja, ordentlich. Alter. Das haben wir ordentlich zerquetscht. So. Und auch perfekt abgewehrt. Das war's. Und Butters zerstampft jetzt mit dem Hammer. Ja. Ich würde sagen, das war jetzt mal echt einer der schnellsten Kämpfe. Ist aber schon krass, ne? Wenn der Butters zum Beispiel mit seinem Hammer ankommt, dann werden die Viecher zerquetscht. Und wenn wir mit dem Schwert, dann werden sie natürlich nicht zerquetscht. Ist auch ein cooles, so eine coole Kleinigkeit. Messerschaftszahn. Kleine Pfote. Das ist ja niedlich. Happy Hour. Nein! Oh. Ach, damit hätten wir die auch töten können. Verdammt. Oh. Butters, ich glaube, du bist elektrisiert. Ach, damit hätten wir die töten können. Tja. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade einen Hustanfall gekriegt, aber jetzt geht's wieder. Ich hatte die ganze Zeit schon so einen Hustenreiz. So, nehmen wir mal mit. Tja, hätte ich das davor gewusst, das wäre natürlich cool gewesen. So, einmal angefurzt. Hast du verdient. Komm ran, Vieh. Jawohl. Alter, das ist ja geil, dass wir die auch einfach so umgehen können. Okay. So, gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Ein paar Fässer zum Draufhauen. Weiß, hat der Typ erstmal irgendwelche Mutantenratten in seinem Keller? Ist einfach völlig normal. So, kriegen wir die irgendwie besser los? Oh.
Okay, ich wette, die kriegen wir auch irgendwie besser los. Vorsichtig. Nein! Gibt's irgendwas zum Interagieren mit? Naja, gut, komm. Bevor ich jetzt hier wieder Ewigkeiten brauche, fighten wir die einfach im Nahkampf. Ih, Alter, was ist das denn für eine? Die ist ja mega, mega mutiert. So. Warte, dass er den Rest mit seinem Hammer. Jawohl. Alter, perfekt ab. Nein. Oh, ich hab grad nicht aufgepasst, verdammt. Tja, das war der Fehler von mir. Okay, weg damit. Und da kotzt sich schön hin. So. Nein, da hat's uns erwischt. Und damit geben wir der ganzen den Rest. Oh mein Gott. Ist das krass. So. Nehmen wir mit. Sieg. Kehre zu Skita zurück. Okidoki. Voll die krasse Stimmung hier unten. Zerschieß sie einfach mal. Alles Glasscheibe. Toppers Peanuts. Finde ich krass, dass wir alles so hier zerschießen können und sowas. Ist schon geil. So, da habe ich alles mitgenommen, ne? Ja, ich glaube, hier gibt es sonst auch nichts mehr. Nee. Okay. So, nochmal hier umsehen. Ja, drauf schießen. Happy Hour. Weißt du, so voll creepy hier unten. Oben so voll chillig und hier alles einfach nur creepy. Ey, der hat eine Kiste. Komme ich da irgendwie hin? Ich glaube, das ist einfach nur Dekoration. Aber ich sehe mich hier so gerne um. Boah, ich könnte hier Ewigkeiten einfach nur rumlaufen. Ja, hier kommen wir tatsächlich hin. Aha, Wiederbelebungstrank, Tempotrank, Sen Es Mordes Schnaps, metrosexuelles Haargel. Ja, das ist schön. Bodytrophäe natürlich nur 80 Cent wert. Metrosexuelles Haargel, ey. Okay. Die Musik, ey, aber die ist cool. Gefällt mir so, aber klingt sehr verstörend. Okay. Wir haben noch ein bisschen. Achso, ich dachte schon. Was wir wieder gefunden haben, ne? Bodentrophäe. Es ist immer gut, eine Ersatztrophäe zu haben. Ein dornweiches Fellbüschel. Ein scharfes Scherbe aus zerbrochenem Glas. Voller Potenzial. Wurde nicht an einem unsichtbaren Schwert angebracht. Manche bringen Glück, manche sind verflucht. Bei der hier gilt weder das eine noch das andere. Wenn du gerade nicht weißt, welche Orientierung deine Haare haben sollen. Okay, sehr gut. Oh Gott. Finde ich geil, dass sie zu jedem einzelnen Gegenstand so einen kleinen Text gemacht haben. Geld! So, mein Freund, ne? Siehst du mal, ich habe hier alles erledigt. Jetzt will ich eine Belohnung. Damn, if you ain't a noble knight after all. Alright, kid, here you go. Ja! Level 3, Fähigkeit freigeschaltet. Quest erfüllt, Aufwertung verfügbar, Skeeter und bla. Dartpfeile. Alter, was wir alles gefunden haben. So. Jetzt erstmal hier. Und den hier. Okay. So. Jetzt erstmal gucken. Mit Level 3 können wir ein paar Sachen an. Aha, Gasmaske können wir hier nehmen. Okay. Mongolenbohnen. Oder Dartpfeil. Fügt bei perfekten Angriffen 10% Schaden zu. Das sie beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Trifft bis zu 3 zufällige Ziele. Klingt beides cool. Ja, komm, wir nehmen jetzt erstmal den Dartpfeil. Können wir hier noch was ändern? Wähle mit der linken Maus aus deinen freien Platz. Wähle die Verbesserungen, die du benutzen möchtest. Dann klicke doppelt, um sie an diesem Platz abzulegen. Klicke auf Ablegen, um sie zu entfernen. Okay. Ja, nehmen wir erstmal den Dartpfeil. Anlegen. So. Okidoki. Okay. Der macht aber schon ordentlich mehr Schaden. Ihr seht es ja, 35. Bei 3 Angriffen jeweils. Okay. Cool.
Echt geil. Wird niemals wieder einen kleinen Bruder verletzen. Ist echt nice. Trägerhemd. Okay, cool. Das freut mich. Moment, wir können doch jetzt noch einen anderen... Ach ja, genau jetzt. Jetzt war ich kurz in Gedanken versunken. Hä, wir können doch hier noch eine Aufwertung. Genau hier. Was nehmen wir denn? Das habe ich irgendwie noch nicht eingesetzt. Wir tun erstmal das hier aufwerten. Mäuschen bewirkt jetzt zusätzlichen Schaden für jede Blutung beim Ziel. Ja, kaufen wir mal. So. Vorteile. Ach, haben wir auch einen. Okay, Scharfschütze, deine Angriffe mit Distanzwaffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Wachstum, deine maximale Gesundheit wird. Das nehmen wir mal. Ja, bitte. Okay, cool. Jetzt müssten wir mehr Leben haben. Geil. Ach, Butters, sei doch nicht so sauer. Der kleine Butters. Okay. So, hier weiter nach rechts geht's nicht, ne? Nee. Okay, jetzt haben wir eine Gasmaske. Das heißt, jetzt können wir uns schon auf den Weg machen, mal die Hauptmission, sage ich mal, zu erledigen. Oh. Alter, ne. Das kriegt ihr ab, Leute. Das könnt ihr mir aber glauben. Okay. Boah, Alter, die geht ab. Lässt sich jetzt natürlich anders handeln. Als der Bogen davor. Zorn der Elfen, Angriff erhöht. Ja, geil, weil er blutet. Oh. Nein, ich blute auch. Aber wir haben ja vor kurzem erst unser Leben erhöht. Von daher. Krummsegel des Kriegers. Nein! Ach, der hat wahrscheinlich wieder Konter drauf, ne? Ah, der hat viel zu wenig Leben. Den hätte ich lieber nicht angreifen sollen, weil der sowieso so wenig Leben hatte. Angriff erhöht. Nein! Verdammt, Butters! Okay. Wiederbelebung. Um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, das Fall. Den hier. Okay. Perfekt. Ah, wir bluten. Wir haben nicht mehr so viel. Ah, wir können unsere Fähigkeit einsetzen und Hammer der Stürmer, dann können wir beide angreifen. Ja! Ja! Okay, und jetzt beenden wir es. Oh, beenden war etwas... Nein! Verfehlt! Beenden... Nein, wenn ich es jetzt richtig getroffen hätte, verdammt. Beenden war jetzt etwas zu früh gesagt. Das war's. Okay, gut, hätten wir doch geschafft. War doch ein schwerer Kampf. Aber okay, Geld, Machttrank. Solche Machttränke müssen wir auch mal irgendwann mal nehmen. So, und jetzt nochmal ausrauben. Hier in der Stinke-Ecke, wo schon die anderen Jungs waren. Also, das sind ja hier jetzt neue. Okay, doke. Ich würde dann mal sagen, ich gehe einfach mal in den Raum hier, dass wir speichern gehen können. So. Genau, wir haben hier vorhin unsere Gasmaske geholt. Dann nächste Aufnahme, denn ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Machen wir eigentlich mit der Hauptmission weiter. Wir haben jetzt die Gasmaske, werden wir uns nächste Folge anziehen. Bin schon sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.